Hallo, im letzten Video habe ich erklärt, wie Variable in Python funktionieren. Und wir werden jetzt ein bisschen mit diesem interaktiven Modus hier rumspielen. Ich lege mal ein paar Variablen, zum Beispiel a ist gleich 17, b ist gleich 35, c ist gleich hallo und d ist gleich meine Freunde. Okay. So, da haben wir jetzt hier vier Variablen. Fangen wir mal an, zum Beispiel a plus b, kriegt man eine Addition in dem Fall, 17 plus 35. Was passiert, wenn ich c plus d, c plus d, dann werden die zwei Texte zusammengeklebt, ja, oder verkettet. Und man kann es hier ein bisschen besser machen, zum Beispiel C plus. Und dann will ich jetzt ein Leerzeichen zwischen C und D. Dann das Leerzeichen gibt man so ein. Also Gänsefüßle auf. Oder einzelne Quotes, ist egal, wie man es macht. Ich kann auch so diese Gänsefüßle, also entweder Umschalt 2 oder Umschalt Raute, daneben das, die Taste 1 links von dem Return. Und leer. Und dann plus D. So, und so habe ich im Text. Ja? Also man sieht hier, das Pluszeichen hat quasi zwei Bedeutungen. Mit Zahlen ist es eine reine Addition, mit Texte ist es eine Verkettung. Was passiert, wenn ich Texte und Zahlen mische? A plus C. Ups, oder C. Dann kriege ich hier eine Fehlermeldung, weil das Plus, die Funktion vom Plus ändert sich je nach Kontext. Ist der Kontext zwei Zahlen, dann ist es eine reine Addition, eine mathematische Addition. Ist der Kontext Texte oder zwei Strings, dann ist es einfach eine Verkettung. Aber wenn ich jetzt eine Zahl und einen Text mische, dann kommt das Plus durcheinander. Ich weiß nicht, soll ich jetzt verketten oder addieren? Da ist das Problem. So, deswegen, wenn wir jetzt verketten wollen, also wenn wir jetzt eine Zahl und Text haben, es kommt darauf an, was wollen wir machen? Wollen wir verketten? Dann müssen wir die Zahlen in einen String umwandeln. Wollen wir addieren, müssen wir den Text in einer Zahl umwandeln. Okay? Also, fangen wir mal mit dem ersten an. Ich will jetzt A und C will ich verketten. Das heißt, das will ich erreichen. A und C will ich verketten. Das heißt, ich muss in dem Fall, verketten heißt, ich muss die Zahlen in einen String umwandeln. Wer ist die Zahl? Die A. Also das heißt, die A muss in einen String umgewandelt werden. Und wie man die A in einen String umwandelt, ist mit einer Funktion, die heißt str. Kurz vor String. Also das heißt str. Jetzt, ich habe schon in dem letzten Video erklärt, jede Funktion, sei es in Python oder in jede andere Programmiersprache, jede Funktion fängt mit einem Namen an, in dem Fall str. Und dann kommt eine Klammer auf und eine Klammer zu. Und innerhalb der Klammer kommt dann der Input. In dem Fall will ich ja A in einem String umwandeln. Und deswegen hier ist der Input A. Also str ist der Name der Funktion, Klammer auf, A, Klammer zu. Das heißt, jetzt diese Funktion str nimmt als Input die Zahl, oder A quasi, A deutet ja auf eine Zahl. Und jetzt wird das umgewandelt in ein String. Ja, und wenn man da Return macht, sieht man, ja, warte mal, da steht 17. Ja, richtig, aber achtet ganz genau, die 17 steht nicht alleine da, sondern sie ist jetzt in solche Gänsefüßler. Das heißt, das ist jetzt keine Zahl mehr, sondern ein Text. Ja, und wir können jetzt die Addition probieren, die vorher, hier haben wir mit der Addition, sind wir versagt. Jetzt gucken wir mal wieder, a plus c jetzt hier mein Fehler. Ich muss, das a ist ja immer noch die 17, ich muss so gehen, str, a plus c. Und das wird jetzt funktionieren, weil jetzt wird nicht A mit C addiert, sondern es wird die Umwandlung von A zum String wird mit dem C addiert. Ja? Und das können wir hier dann sehen, da steht hier 17, hallo. Ja? Das ist eine Möglichkeit, wie man sowas erzielt in Python. Oder man kann auch so machen, man definiert eine neue Variable, ja? Zum Beispiel die Variable E. Und diese E ist gleich str_a, also die Umwandlung von A zum String. Und dann addiere ich E plus C. Okay, und so habe ich dann denselben Effekt. Ja, es ist egal. Entweder mache ich die Umwandlung während der Verkettung oder ich definiere erstmal eine Variable, die A zu einem String umwandelt und dann mache ich dann die Verkettung. Okay, so. Jetzt, was ist, wenn ich Text und Zahl addieren will? Was passiert da? Also, ich kann nicht Hallo in einer Zahl umwandeln, weil Hallo ist ja keine
keine, das sieht ja nicht mal aus wie eine Zahl, okay? Wir können es ja mal gerne probieren, da kommt einfach eine Fehlermeldung. Aber wir können ja eine Variable heißen, die haben, die heißt f, und diese f ist ein String, der 2, 5, 6 ist. Ja, das ist jetzt in dem Fall, ist f keine Zahl, sieht zwar wie eine Zahl aus, aber dadurch, dass ich das innerhalb Gänsefüße gesetzt habe, ist es ein String. Und wir können es, der Beweis ist, wenn ich jetzt a plus f mache, kriege ich auch wieder eine Fehlermeldung, weil f ein String ist. Das heißt, wenn ich jetzt a plus f addieren will, dann muss ich das f in dem Fall in einer Zahl umwandeln. Und dafür gibt es mehrere Funktionen. Die Funktion, die wir jetzt benutzen, ist die int-Funktion. Int steht für Integer, also Ganzzahl. Und jetzt Klammer auf, wie gehabt, f Klammer zu. Und das heißt, in dem Fall, sorry, hier habe ich einen Fehler, f Klammer zu. Okay? So, und jetzt in dem Fall, wenn ich jetzt Return mache, kriege ich 2, 5, 6 nicht in Gänsefüßle, das heißt, das ist jetzt eine Zahl. Und ich könnte jetzt die Addition so performen, a plus Klammer auf f Klammer zu, das wäre mal eine Möglichkeit. Sorry, ich habe die Funktion vergessen. A plus int, Klammer auf f, Klammer zu, okay. So, und dann habe ich die Addition. Oder, wie vorhin, ich könnte eine neue Variable nehmen. Nehmen wir mal g ist gleich int f, okay. So, und dann mache ich dann a plus g. Okay, so, und so hat man das. Also sehr wichtig hier, das zu wissen, dass das Pluszeichen variiert sich je nach Kontext. Ist der Kontext Zahlen, wird addiert, ist der Kontext Texte, wird verkettet. Und wenn man jetzt mischen will, okay, dann muss man erstmal wissen, was will ich machen? Will ich verketten? Dann müssen in dem Fall die Zahlen in Strings umgewandelt werden mit der Funktion str. Will ich addieren? Ja gut, dann muss mein String erstmal wie eine Zahl ausschauen. Und wenn das so ist, dann kann ich dann mit der Funktion int diesen String in einer Zahl umwandeln. Jetzt fragt einer zum Beispiel, ja, wann, wer würde eine Zahl als String eingeben? Eigentlich fast niemand, aber oft ist so, dass man mit Python, das werden wir dann später sehen, mit Python gewisse Texte liest oder beziehungsweise gewisse Resultate von außerhalb kriegt. Und diese Resultate werden als String geliefert. Ja, und diese Resultate sind oft Zahlen zum Beispiel. Und deswegen muss man die Zahlen erstmal in einer Int oder was immer umwandeln, damit man dann mit den Zahlen mathematisch arbeiten kann. Ja? Deswegen, aber niemand würde jetzt so wie wir jetzt hier ein String so eingeben, wie hier die f. Ja? Meistens kommen solche Strings, also meistens kommen solche Zahlen als Strings von externen Programmen, die etwa oder Datenbanken, wenn man will, und dann muss man diese Zahlen umwandeln, damit man dann mit denen arbeitet. Und eine Umwandlung von diesen Strings zu Ganzzahlen ist halt mit der Funktion int. Im nächsten Video werden wir weiter mit dem Thema machen, mit anderen Operatoren.